Moin Moin und willkommen zurück, ihr Landratten. Ja, wir bewegen uns wieder auf den sieben Weltmeeren und haben als Auftrag immer noch zwei Schiffe der Händlervereinigung zu versenken. Selbst wenn wir den Handel betreiben, müssen wir sie doch irgendwie zwischendurch mal ein bisschen platt machen. Das machen wir jetzt. Gucken wir, ob wir welche finden. So, müssen wir weiter runter zu den Häfen. Wir wissen auch, von wo die denn loseiern. Genau. Im letzten Mal waren wir ein bisschen zu forsch vielleicht und haben den einen oder anderen, die eine oder andere Niederlage erleben müssen. Aber diesmal bin ich auf der Hut. Ich muss dran denken, den Kartografen gut zu bezahlen, damit ich mehr Karten bekomme. So. Es rentiert sich schon immer, diese kleinen blinkenden Dinge anzufahren, um die Waren oder Erbeutungen einzusammeln. Denn es ist schon oft passiert, dass da wirklich viele Sachen drin waren. Hupsala! Da ist doch das Ding aus vom Day of Tentakel. Der purpurne Tentakel, wollte ich gerade sagen. So. Ich fahre das nachts. Nachts sind alle Katzen grau. So, hier ist Dawn's Bay. Können wir mal kurz ranfahren und gleich danach gucken wir einmal, ob da vielleicht ein Schiff ablegt, das wir gebrauchen können. So, wir können in die Kneipe gehen und da können wir uns ein paar Quests holen, wie man sieht. Greg, dein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Das ist meine Kneipe und ich will hier keine Schlägereien. Ich sag's dir, was du tun kannst. Rekrutiere neue Crewmitglieder. Erzähl mir den neuesten Klatschen. Bekomme neue Aufträge von den Inselbewohnern. Alles klar? Okay. Da ist die Neuigkeiten. Vor 9 Jahren brach in der Voodoo-Mannschaft der Bürgerkrieg aus. Eine Gruppe Zauberer suchte die Meere zu übernehmen, aber die anderen schlossen sich zusammen, um sie zu besiegen. So. Ein paar mit hier. Kaufen wir. Perfekt. So, die brauchen wir leider, die Crewmitglieder, sonst wäre das nichts. Zornige Bankier. Meine süße Karte. Karte braucht einen verlässlichen Kapitän, um ein Paket zu liefern. Ja, wir wollen erstmal unsere Quest fertig, okay? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe das nachts hier schon mal ein Geisterschiff getroffen und die wird man noch nicht so schnell los. Deswegen warten wir noch mal ein bisschen. Ich glaube, es sind gar keine Leute, die gerade irgendwie los wollen. So, wird langsam wieder normal hier alles. Die Bank. Da können wir Sachen in die Bank packen, was ja auch nicht schlecht ist. Oh, ein neuer Kunde. Willkommen bei der Bonobo Beast Bank. Ganz egal, ob du ein Edelmann, ein Laufbarsch oder ein Tölpel bist, die Bank steht dir immer zu Diensten. Du kannst die Items aus deinem Inventar in unsere sehr zuverlässigen einbruchsicheren Truhen geben. Du kannst sie in jeder Bank, aber wann du immer möchtest, sammeln. Schönen Aufenthalt. Magisches Achterdeck. Klingt ja auch verlockend. Können wir auch mal was verkaufen, ne? So. Nein, gehen wir auf die Tische rein. Und dann werden wir nochmal gucken, dass wir hier. Denn da so? Was ist denn das? Rüst nochmal aus. Keine Überlebenden. Wir können ja mal raussehen, das ist ein bisschen gruselig und wir machen es trotzdem mal. Ah, die Switch hat schon ein bisschen zu kämpfen, auch mit diesen leicht grafischen
zornigen Sachen. Ein Militärschiff, das wollen wir natürlich nicht begegnen. Macht nicht viel Sinn für uns. Diese Kiste, die nehmen wir noch mit. Das ist da oben ein Händler, den Händler mit 12, den holen wir uns. Wir gucken, dass das Militärschiff uns nicht dazwischen kommt. Oh. Na klar, die greifen es an. Wie gefällt euch das hier, Leute? Oh, da haben sie aber ganz schön Schaden gemacht. Oh, daneben. Nehmen wir den Händler hier unten einmal in Gefangenschaft. Ah, Mist. So, den holen wir doch noch. Oh, er hat uns auch ganz schön toll erwischt. Da kommt noch ein anderes Schiff, müssen wir schon aufpassen. Das war's, oder? Nein, er ist noch da am Schwimmen. Er kämpft noch. Na, wir versuchen noch den. Alter, es lebt immer noch. Ah, das Händlerschiff zählt zu uns. Und das zählt auch zu uns. So, 3 Stück haben wir erreicht. Dank den Leuten da oben. Natürlich sehr praktisch für uns. Die Piraterie ist nur ein offenes Buch für dich. Da du dich als echter Piratenkapitän bewiesen hast, können wir dir unser offizielles Piratendiplom geben. Das bekommt nicht jeder, weißt du? Danke. Kapitän, ein Pelikan brachte gerade einen Brief für dich. Er ist von unseren Kapitänen. Schaut so aus, als würde die Königin für Marine nach jemandem suchen. Nein, Luki, nicht nach dir. Das erklärt, warum so viele Schiffe unterwegs sind. Wer kann es sein? Der Mörder meines Vaters? Wir finden es heraus. Es ist an der Zeit zu handeln. Aber zuerst müssen wir mehr Informationen darüber sammeln, was genau im Königreich los ist. Sonst scheitern wir. Deine Aufgabe ist es, heimlich in die King's Fortress einzudringen und mit Admiral Byrne zu sprechen. Er ist der Einzige in der Hauptstadt, der dir helfen kann. Und er weiß sicher, was dem König zustieß. Schön gesagt, Kapitän. Eine von Bartels Wetterstation ist nicht weit von hier. Er hat das gesamte Königreich bereist. Er ist sicherlich einer der sachkundigsten Männer der 7 Meere. Bartle? Der König-Kartograf? Ja, genau der. Seine Wetterstationen sind über den 7 Meeren verstreut. Er verkauft die Karten, die er mit den anderen Mitgliedern der königlichen Wissenschaftler erstellt hat, indem er die Erkenntnisse seiner Entdeckungsfahrten nutzt. Ich muss langsamer reden. Ich rede viel zu schnell in meinem Leben. Ich muss echt langsamer reden. Du solltest gehen und ihr ein paar Fragen darüber stellen, was im Königreich passiert ist. Er könnte dir nützliche Informationen geben. Du könntest auch eine seiner Karten kaufen. Sie sind unverzichtbar für jeden, der auf das Meer hinausfährt. Das machen wir auch. Toll, jetzt sind die Waren weg hier, ne? So, wir haben Level 10 erreicht. So. Oh, ich finde Talente. Gucken wir mal rein. Talente da hinten. Leroy, das ist dein Logbuch. Hier gehst du hin, wenn du die Mission, die du folgst, ändern willst. Oder um nachzusehen, welche du bereits angenommen hast. Um das Missionsziel auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, drückst du einfach Auswählen. Standort deines Ziels wird automatisch auf deiner Karte angezeigt. Super. Jetzt wollen wir erstmal die Talente gucken. Also, Talentbaum. Das ist die Talentseite, Lucky. Luki. Hier findest du alle möglichen Talente. Deine verfügbaren Punkte werden in der Ecke links unten angezeigt. Der Preis für das Talent, das du möchtest, erscheint in der Ecke rechts unten.
Einige Talente können bis zu 5-mal aufgewertet werden, um das Beste aus der Fertigkeit herauszuholen. So, wir haben übrige Punkte. Einen. Das ist nicht so viel. Was haben wir denn da so? Schaden von Kanonen mit langer Reichweite erhöht. Das war's. Nun gut. Aber ich finde, Schaden erhöhen ist immer gut. Vergiss das nicht, wenn du dein neues Level erreichst. Okay. Loslegeln und dann kurz gucken. Wir müssen ganz da runter. Das heißt, wir müssen echt eine kleine scharfe Kurve machen. Wir sind ein bisschen begrenzt. Das heißt, wir müssen den nächsten Hafen auf jeden Fall mal anlaufen. Einfach um... Nun ja... wieder... manövrierfähig zu sein, sagen wir so. Sind alle so ein bisschen der ist auch so ein bisschen ramponiert aus hier. Einen kleinen Kampf gehabt vielleicht. So, hier ist ein Kartograf. Entschuldigung. Ja, du bist doch voll im Weg, du Spast. Hä? Konnte nicht an. Kann ich den gerade hier anfahren? Warum nicht? Nochmal. Ein bisschen langsamer vielleicht. So. Ich habe ja genug Kohle und können hier schon mal ein bisschen was erfahren. Ahoi! 1000 kaufen wir. So. Raus hier. Unser Boot ist immer noch kaputt. Wir könnten natürlich reparieren jetzt, aber das machen wir jetzt einfach nicht. Die behalten wir für größere Schlachten. Wir gucken mal, ob wir nicht hier noch irgendwo hinkommen. Wo vielleicht ein Hafen ist, wo wir uns das Ganze reparieren lassen können. Ich weiß auch nicht, ob es immer umsonst bleibt. Jetzt ist es ja überall gratis gewesen. Irgendwann kostet es schon auch mal Kohle. Na, komm, auf den Weg. Müssen wir schon aufpassen. Hier fehlt so ein bisschen... Ne? Könnt ihr das sehen? Wird es ein bisschen schwierig für uns. Und gefährlich auch. Oh nein, was kommt da denn? Ein Piratenschiff. Das ist ja uncool. Da haben wir fast keine Chance gegen Piratenschiffe. Das letzte Mal schon gehabt. Die kann man ja gar nicht zerstören. Ich glaube, es verschwindet nicht wirklich. Es taucht immer wieder in unserer Nähe auf. Dicht an der Küste fahren, damit er gar nicht darauf hier kommt, eine Wende zu machen, um mich zu beackern. Da, schon wieder. Ah. Das sieht doch aus wie ein Hafen. Den erreisen, den hoffentlich kann ich hier anfahren. Hallo? Was will es von mir? Das ist auch ein abgefahrenes Schiff. Ich kann gar nichts machen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt auch nicht weg hier. Warum verschwindet dieses Kackschiff nicht einfach? Das ist doch blöd. Kann ich nichts gegen machen irgendwie. Also ich meine, schießen konnte ich jetzt ja auch nicht hier, dann weiß ich auch nicht. Na gut. Jetzt fangen wir schon wieder am letzten Hafen an. Geil. Ganz oben wieder. Macht doch richtig Spaß.
Brauchen wir eine Schnellreisefunktion eigentlich, ne? Bräuchte man hier. So, hoffen wir, dass wir nicht wieder von unserem Schiff angegriffen werden. Wir müssen den Kartografen finden. Den finden wir schon. Ups. Was so geil ist, man einfach mal so eine Vollbremsung fast machen kann. Natürlich unmöglich ist in echt, aber egal. Jetzt kann man da rein, davor kommt man nicht rein, ne? Neues hat er nicht bekommen, also ist es auch egal für uns. Los geht's! Man segelt natürlich viel, das ist natürlich ein Segelspiel. Aber es macht auch schon sehr viel Laune. So, wenn wir den Kartografen, oh, den Kartografen erreicht haben, dann wird er uns, glaube ich, helfen, nicht unseren Vater zu rächen, aber uns vielleicht bei anderen Sachen zu helfen. Müssen wir schon Geld machen gerade noch. Dass die nächsten Boote, so wie das zum Beispiel, das nehmen wir ein. Okay, das nehmen. Aber jetzt. Rückzug? Es gibt hier keinen Rückzug, Leute. Schießt ihr mit Voodoo? Nein! Ach Manno! Das war ja blöd. So, nochmal von hier oben reisen wir los. Jetzt fahren wir direkt runter. Jetzt greifen wir auch nichts mehr an. Jetzt wollen wir einfach nur noch runter. Keine Lust mehr hier durch die Gegend zu eiern. Los geht's. Vielleicht kommt da später noch so ein Schnellreisespot. Man weiß es nicht. Könnt ihr gut vorstellen. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Die Karte ist schon sehr groß, wenn man mal guckt. Wenn man so guckt, ist sie schon sehr groß. Und da immer alles überall hinzufahren, das kann schon echt dauern und nervig sein. Ich würde auch ganz gerne mal noch irgendwann ein anderes Schiff haben. Mit ein paar mehr Kanonen und so. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, schon wieder die gleiche Schnickse wie gerade eben. So. Steine beschießen. Also hier ist auch gar nicht so viel los auf dem Meer.
Wir müssen leider mal ein paar Schiffe versenken, weil da steigen wir auch im Rang, ne? Oh nein! Von hinten, na. Ah. So. Selbst schuld. Legt euch nicht mit Guybrush Threepwood an. So. Pass auf, wir mal reparieren mal kurz, wenn wir schon hier stehen. Schiff, das brauchen wir nicht. Escortschiff. So, wir sind Level 11 geworden. Da, der Kartograf, den müssen wir nochmal besuchen. Ich weiß nicht, ob wir genug Gold haben, aber wir müssen ja auf jeden Fall die Karte hier aufdecken. Deswegen macht der Kartograf schon Sinn. Die greifen jetzt nicht an, das ist mir zu viel. So, wir können auch mal hier unsere Talente kurz angucken. Dann machen wir doch mal kurz hier. Die kritische Schadenschance erhöht, der Schaden von Kanonen mit kurzer Reichweite erhöht. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh. Wir müssen noch ein bisschen um die Insel rumfahren, da hinzukommen. Thousand Cove, da waren wir ja schon mal. Wir müssen jetzt zum Kartografen, wir können uns jetzt nicht so aufhalten mit den ganzen Leuten hier. Und wir müssen einmal da außen rum. Schon wendig, unser kleines Schiff hier, ne? Oder? Und schon. Ah, darf man die noch mitnehmen dafür unsere Crew? Wir sammeln die mal ein. Angreifen können wir die jetzt nicht hier. Oh, wirklich? Wir wollen nur an euch vorbei. Wir wollen euch nicht angreifen. Das ist noch eine geile Pirateninsel da drüben mit dem. Wuhuhu. Das ist nicht mal eine scharfe Kurve. Da ist er. So, ich glaube, den können wir, glaube ich, kein Gold mehr geben jetzt, glaube ich. Ich weiß nicht, mal gucken. Schauen wir mal. Grüß dich, ich bin der offizielle Kartograf der Königreich der Meere, Oberhaupt der Königin Wissenschaftler. Dein Gesicht erinnert mich an jemanden, egal. Ich habe seit Monaten keinen Piraten auf meiner Expedition getroffen. Heute bin ich sehr beschäftigt. Es gab große Unruhe im Königreich. Was ist passiert? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Ich war seit Wochen in meinem Außenposten und studierte die Inselgruppen dort. Im Übrigen habe ich noch nie so viele Speerschiffe der Königin Marine in diesen Gewässern gesehen wie jetzt. Speerschiffe? Sie haben den gesamten Gebiet patrouilliert, obgleich sie die meiste Zeit, in der sie im Hafen vor Anker lagen, wohl in irgendeiner Kneipe getrunken haben. Kapitän, morgen. Kannst du mich hören? Nichts braucht aus dem Badel, außer dass die Matrosen ihre Zeit gerne in Kneipen verbringen. Also müssen wir der König Marine folgen. Die Kneipe ist dein nächstes Ziel. Ich schlage vor, du sprichst mit Greg, einem Barmann im nahen gelegenen Hafen. Er hat vielleicht etwas Brauchbares gesehen oder gehört. Ich kenne ihn gut. Er ist ein Großmaul. Okay. Ich habe einen Plan. Wie du jetzt zu mir rauskommst, Luke, bring ihm eine Flasche Rum von 782 mit. Ein ausgezeichneter Jahrgang. Du findest ihn in deinem Frachtraum und bitte achte darauf, dass dich niemand erkennt. Na gut, machen wir das.
Also sehr alte Flasche bekommen. Aber warte mal. Lass uns den trotzdem mal noch besuchen hier. Der hat uns doch bestimmt hier so ein... Kannst doch bestimmt auch hier so ein... Man sagt schon, unsere Karte erweitern, oder? Alter, habe ich so viel Geld gehabt? Nicht schlecht. Yes, guck mal, jetzt haben wir die auch. So. Einmal Hartsteuerbord hier und zurück. So, ab in die Kneipe. So, und ich glaube, nach der Kneipe war die Demo sozusagen vorbei. Das heißt, dann kommen neue Sachen. Bis zur Kneipe bin ich noch gekommen, und dann war echt Schluss. Direkt raus zu. Vielleicht dann sammeln wir noch ein paar Seemänner ein, Schiffbrücke hier. Noch mehr. Da drüben, kann ich mal hin, glaube ich. Oder? Ja, okay. Kann man um die Ecke fahren hier. Ach, sieht schon ganz idyllisch aus so in der Nacht, ne? Guck. So. Luki, bist du Greg? Ja, da bin ich. Ist das ein 782er Rum? Wow, was willst du dafür? Was kannst du mir darüber erzählen, was in der Hauptstadt los ist? Ich hörte Gerüchte. Erst vor ein paar Stunden habe ich ein Gespräch zwei Offiziere der König Marine gehört. Sie sagten etwas über einen neuen Befehl eines Kommandanten. Sie klangen sehr verärgert. Vielleicht ist es eine wichtige Mission. Ihr Schiff sollte nicht weit weg sein. Ich hörte, sie müssen noch immer das Gebiet patrouillieren. Ich werde es finden. Du schaust ja wie ein ganz heller aus. Die Kneipen sind voller Leute, die einen Haufen Geld für Dienste eines Piratenkapitäns für dich ausgeben würden. Sie haben bestimmte Wünsche, die Königin Marie nicht erfüllen kann. Komm wieder, falls du Arbeit brauchst. Gut, also das haben wir doch schon gemacht. Das kann mich daran erinnern, dass wir das machen sollten. Das heißt, wir eilen hinterher. Was hast du herausgefunden, Luki? Ein Schiff der Königin Marie liegt gerade aus dem Hafen. Greg hörte die Crew über sehr wichtige Befehle der Führungsstabs reden. Du musst herausfinden, was da vorgeht. Ich habe das Schiff ausgespielt. Das ist ein sehr schlagkräftiges. Man muss ein qualifizierter Kapitän mit viel Erfahrung sein, wenn man im Kampf eine Chance haben will. Verstanden. So. Machen wir, aber einmal müssen wir noch kurz hier ran. Vielleicht können wir hier nochmal irgendwas machen. So, der Tischler repariert einmal. Und was hat er uns zu verkaufen hier? Pass mal auf. Was ist da los? Ist das nicht, ist das nicht ausgerüstet? Zack. So. Was können wir verkaufen? Weiter geht's. Brauchen wir nicht. Beziehungsweise haben wir. Keine besseren Kanonen. Plündern, was ist das denn? Auch nicht schlecht. Statt Feuer zu machen, zu plündern. Hat auch was, oder? Das sollten wir mal mitnehmen. Ja, wir rüsten das mal aus. Ich will mal sehen, was das bringt. Verfluchte Crew mitnehmen. Haben wir auch mal. Lass uns mal den verkaufen hier. Den ab. Der macht Sinn, ne? Wir machen jetzt gerade nicht so viel mit Magie im Moment. Und
Gut. Aber warte mal, vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir doch. Na, wo war das? Vielleicht sollten wir doch da das ausrüsten erstmal. Denn wenn wir einen Kampf haben, glaube ich, macht das Plündern nicht so viel Sinn bei dem. So, wir müssen dieses Schiff wenden. Da hinten fährt es. Können wir schon hinkriegen. Visierkommandant der König Marine. Das versuchen wir jetzt. Dass wir jetzt nicht hier noch irgendwie angegriffen werden von irgendwie anderen. Oder dass ein anderes Boot in die Quere kommt, das wäre auch ziemlich blöd. Nein! Ach man! Das ist doch bescheuert. Wo wir gerade auf dem Weg zu was anderem sind, oder? Ja, da müssen wir uns überlegen, wir müssen das Geisterschiff wahrscheinlich besiegen. Das klappt. Schießen, ey. So. Ach Mist, wir haben uns ein Ding raufgeeiert. War blöd. Ah, schon wieder so ein Ding geschossen. Ah. Man könnte ihn vielleicht besiegen, aber... Ist schon wieder weg. Oh, jetzt hat sich noch mehr verletzt. Mann. Nervt so ein bisschen das Geisterschiff. Oh, wäre ein Volltreffer gewesen, oder nicht? Och, komm schon. Das war's. Ey, das ist doch bescheuert. Ich meine, du kannst da. Das ist so doof, wenn du gerade eine Mission hast und da musst du gegen so einen angreifen, so einen kämpfen. Das ist wirklich blöd. Man fängt immer wieder ganz hier oben an. Das ist doch beschissen, ne? Weil das Kriegsschiff ist da unten. Na gut. Dann müssen wir nochmal da runter. Das ist ja echt mies. Huch. Das war eingesetzt da.
Müssen wir vielleicht Kampf einsetzen? Na egal. Die Dinge sind zu gefährlich, wir müssen umkehren. Naja, wir machen ja schon hier eine Kehrtwende. Gucken, was das Ding hier zu bieten hat. Oh. Was haben wir da bekommen? Verstärktes. Nein, ich wollte kurz reingucken, so. Da rüsten wir doch lieber das aus. Obwohl. Das eigentlich tut sich nicht viel, ne? Wir werden bei den Kantonen nochmal kurz gucken. Tut sich auch nicht viel, okay. Dann lassen wir los eiern, dass wir da hinkommen jetzt. Ich will kein Geisterschiff wieder treffen, das würde jetzt echt nervig sein. Muss auch nicht unbedingt sein, muss ich zugeben. Aber ohne Geisterschiff ist auch ganz nett. Huiuiuiuiui. So, hier muss es jetzt irgendwo rumkreisen, das Schiff. Wir werden es sehen. Und 3, 2, 1. Oh. Was ist das? Ne, das ist es nicht. Das ist ein Militärschiff. Scheiße, wir müssen das Marineschiff mal loswerden. Dann können wir den Kapitän angreifen da oben. Yes! Selbst schuld! Gar nichts gemacht. Paddelt irgendwo da oben rum. Da ist er. Oh. Alter, hat er uns getroffen. Los, weg, 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 weg. Es sind leider ganz viele hier, die uns alle nicht wohlgewollen sind. Wir sind einmal aus der Reichweite kommen, unser Schiff zu reparieren. Und noch einen Schuss überleben wir leider nicht.
Piratenjäger ist allerdings verdammt schnell, wie ich gerade sehe. Ob ich den loswerde? Los, ran das Touristenschiff. Hat er nicht. Ein paar Level höher werden, bevor die angreifen können, vielleicht. So. Jetzt können wir es reparieren, oder? So. Nein, schon wieder Piratenjäger. Was will er von mir? Ich bin gar kein so schlimmer Pirat. Eigentlich ganz netter. Ist ja auch in diesen Gewässern rumeiert, das Piratenjägerschiff. Ist schon sehr, sehr nervig. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir den nochmal angreifen sollen, da müssen wir ja anscheinend, ne? Das ist der Piratenjäger schon wieder. Müssen den erst loswerden. Okay, die Schiffe schießen uns ja auch hier. Nein! Da, hilft uns. Nein! Oh. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Gibt's doch gar nicht. Wir sind doch zu schwach. Wir müssen ein bisschen hochlaufen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen noch ein bisschen... ein paar andere Schiffe hier platt machen, bevor wir den Typen da echt angreifen können. Dann machen wir das mal. Bin ich echt noch zu schwach für, glaube ich. Ein Talent haben wir ja noch. Wie soll es noch brauchen? Der Schaden durch Fähigkeiten wird erhöht.
Kommunikationsgeschwindigkeit erhöht sich. Oh, das ist doch noch nicht schlecht. So ein bisschen schneller sind. Also, das ist schon, der ist schon ein bisschen... Das Problem ist, dass das andere Schiff da auch rumeiert. Das ist das, was wirklich nervt. Wenn das da nicht wäre, dann wäre es, glaube ich, wesentlich einfacher. Aber dann machen wir, glaube ich, andere Richtung. Ein bisschen schneller. So, den Händler schnappen wir uns einmal, damit wir ein bisschen beeilen. Oh, das war daneben. Aber er hat auch daneben geschossen. Oh, wieder daneben. Das ist eine gute Unterstützung hier, ne? So. Unsere Crewmitglieder haben auch ein bisschen gelitten. Aber egal. So, dann machen wir es ein bisschen stärker. Wir sind schon Level 13. Ein paar Händler müssen wir noch mal viel holen. Piratenjägerschiff. Oh. Yes, nochmal getroffen. Den holen wir jetzt runter dann von seinem hohen Ross. Oh. Ja! Wahnsinn! Zumindest ein bisschen Erfahrungspunkt bekommen. Mal zum Hafensegeln da oben. Uns heilen, oder sind die noch, sind die noch gut, auf uns zu sprechen oder noch nicht so? Testen mal. Nee, ich glaube, hier können wir nicht so viel. Oh, nein! Eine verdammte Kugel hat uns getroffen. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Aber gut, trotzdem sind wir schon Level 13. Und wir können kurz zum Händler gehen hier. Ein paar Sachen verkaufen. Okay, was gibt's denn noch für Schiffe hier? Zwei Master für 30.000. Da fehlen uns noch ungefähr 27.000.
Aber hier können wir es machen. So, dann. Das rüsten wir mal aus. So. Wir verkaufen ein paar Sachen. Holt die Piratenflagge ein. Was ist das denn? Die Piratenflagge wird ersetzt, sodass die Gegner den Spieler nicht mehr für einen Feind halten. Finde ich ganz cool eigentlich. Das kaufen wir auf jeden Fall, das Ding. Du rüstest es auch gleich aus. Was hat das über Gott? Der Schaden am Rumpf des anvisierten gegnerischen Schiffes ist proportional zur Crew und Segeln des Feindes. Okay, ist nicht schlecht. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Kaufen wir. Und gleichzeitig, wenn wir die schon gekauft haben, verkaufen wir die anderen. So, dann haben wir alles, ne? Erstmal zumindest. Gut. Wir machen uns wieder auf vom Acker. Meinst du, wir schaffen das mal irgendwann heute, diesen Typen zu besiegen? Ah, ich glaube schon. Es macht auch Spaß zwischendurch immer diese ganzen Schiffe anzugreifen. Man muss bloß irgendwie muss eine bessere Taktik finden. Ich darf nicht so oft zur Seite zu denen stehen. Ich muss so ein bisschen schmal stehen zu denen, dass die Trefferquote nicht so hoch ist. Und ganz gut ist auch immer vor denen zu paddeln. Was? Uiuiui, das war eine enge Kiste gerade. War ich doch irgendwie zu schnell. Schneller als gedacht. So. So, das Piratenschiff ist doch weg, dieser Piratenliga. Es sei denn, der taucht natürlich wieder auf, kann natürlich auch sein. Wir sollten ihn hier ansteuern, weil ich glaube, dieses haben wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Das Ding. Gut, haben wir versehen zu beginnen. Los geht's. Wir möchten diese Befehle, würde ich auch gerne haben, jetzt mal. Das Schiff hole ich mir noch schnell. Oh, das ist sehr schnell, das Schiff, ne? Ich kann sagen, dass er den nächsten Hafen anpeilt. Wahrscheinlich, ne? Dann lassen wir den mal im Frieden. Obwohl? Ja, lassen wir den in Ruhe. Wir müssen ja auch mal ein bisschen ausgeruht sein, wenn wir da jetzt ankommen. So, wollen wir die Piratenflagge mal einholen? Das geht ja anscheinend, wenn wir in der Nähe von dem sind gleich. Muss drauf achten. Das segelt gerade weg von uns. Ja, mal hier außen rum. Und eine neutrale Flagge.
Weißt du nicht, wie lange das ist? Wahrscheinlich bis man angreift, ne? Will ich behaupten? Das war ein fetter Treffer. Jetzt hat er gesehen, dass wir Pirat sind. Und hat sogar dreckig genannt, dieser. Oh, wir sind auch getroffen. Aber wir haben den ordentlich Schaden gegeben, den Typen, oder? Oh nein! Nein! Oh, das war nicht so gut. Na warte. Oh, ich hab doch sowas von dich getroffen eigentlich. Also nicht getroffen eigentlich. Ist doch geil, der hat so ein Showdown in. Das hat uns aber gut erwischt. Daru! Penner! So, jetzt die Pfähle zurückbringen. Gab's auch noch. Und jetzt wird der Sturm auch auf. Mein Gott. Aber die Dramatik einfach. Kam die Dramatik einfach über uns. Komm, wir teilen uns nochmal. Wir sind ganz normales Schiff. Unter weißer Flagge. Wir sind keine Piraten. Nein. Sind wir nicht. Guck. Ah, ein bisschen gefährlich, beide anzugreifen. Auch nicht übermütig werden hier. Alter! Weil ich den getroffen habe, während er bei dieser Bombe war, ne? Das ganze Ding versehen mit einem Schuss. Wie krank ist das denn, wird es ja gewesen gerade. So, pass mal auf. Ich hole mal auch noch. Oh, ich bin jetzt ziemlich nah an den Dingern dran. Ich muss aufpassen. Oh, oh. Oh, nicht getroffen. Der hat mich getroffen von ganz hinten. Naja, egal. Wir sind zwar unten und getroffen worden, aber wir sind jetzt ja oben direkt bei Eagle's Stand, oder? Perfekt. Auch nicht schlecht. Das sind die offiziellen Befehle, die wir auf dem Schiff der König Marine gefunden haben. Es ist ein amtlicher Verlautbarung des Gerichts der Meere selbst. Bald wird ein neuer König gekrönt. Der Kodex der Meere schreibt vor, dass der Königreich nicht zu lange ohne einen König sein kann. Sie besagt außerdem, dass der zweite Erbe des Königs verschwunden ist und wegen Verrats an der Krone gesucht wird. Oh nein, das bin ja ich. Im Moment können wir nicht viel tun. Hoffen wir, dass der Erbfolger ein Versteck findet. In Sicherheit vor der Königin Marine. Blake, Erstoffizier, Kapitän, dringende Nachrichten. Ich bin sehr beschäftigt, also hoffentlich ist es was Wichtiges. Ein Speerschiff hat Luki gesichtet. Was? Ich habe das Schiff selbst versenkt. Wie ist das möglich? Und das ist noch nicht alles, Kapitän. Luki hat das Kommando über ein Schiff unter Piratenflagge. Zuerst Hochverrat und jetzt Piraterie? Schickt alle verfügbaren Männer los, um Luki umgehend zu finden. Kein Verräter der Krone wird mir entkommen. Ja, Kapitän. Ich glaube, der ist ein fieser Typ. Bin mir irgendwie so 99,945% sicher.
Luki, der nächste Zug ist der Ankauf eines brandneuen Schiffs. Ein echter Piratenkapitän hat für jede Gelegenheit ein passendes Schiff. Eine Flöte wird reichen. Sie ist nicht so flink wie der Schaluppe, aber groß genug, um all die nötige Fracht aufzunehmen. Das Schiff steht beim Tischlein Eagles Den zum Verkauf. Aber vergiss nicht, dass die gesamte Ausrüstung auf dem anderen Schiff bleiben wird, wenn du auf ein neues wechselst. Somit sind deine Schiffe immer so ausgerüstet, wie du sie beim Tischler zurückgelassen hast und bereit für den Einsatz. Okay. Es wird aber keine einfache Mission. Für den Kauf neuer Schiffe braucht man richtig viel Gold. Wie komme ich an so viel Gold ran? Auf Piratenart. Das Plündern anderer Schiffe ist immer eine hervorragende Einnahmequelle. Als deine friedliche Art vorgezogen ist, kann der Handel mit Gütern auch viel Gold einbringen, vorausgesetzt du weißt, wie man die richtigen Angebote auswählt. Sogar wenn du im Kneipen rumläufst, wirst du immer jemanden finden, für den du Arbeit gegen Bares erledigen kannst. Es gibt sicher einen guten Lohn. Und wer kann ihnen besser helfen als ein frisch gebackener Piratenkapitän? Viel Glück, Luki! So, wir sind aufgestiegen, aber wir gehen mal hier rein und gucken, was der Tischler hat. Zwei Master. Achso, da war der. Zwei Master. Galeone, Schaluppe, Brig, Flöte. Die kostet 20.000 und wir haben gerade mal ein Viertel davon. Gut, das heißt, wir müssen ein bisschen ans Eingemachte gehen. Das machen wir beim nächsten Mal. Haben wir alles erreicht, was wir wollten? Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Falls es euch Spaß macht, klickt doch mal drauf und lasst ein Abo da oder liked mich oder sonst was. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss oder Ahoi.